Oh yeah, weiter geht's. Ey, Curly, könntest du mir deinen Gitarrenmove beibringen, privat? Das wäre so mega. Weil ich ja gerade selber E-Gitarre spiele und das wäre so cool, wenn ich das auch könnte. Na, Flitwick? Sind Sie begeistert von dem Konzert? Ja, das hoffen wir mal. Yeah. Oh mein Gott, muss ich echt jetzt? Yo, ich muss roam. Oh, Penny! Hallo, mein Schatz! Oh, die geht ja ab. Die geht ja ab. Oh, mein Süße geht aber richtig ab, Baby. Du klingst toll, Mace. Oh, danke, Schatz. Ich liebe dich. Boah, selbst Felix geht richtig geil ab, meine Freunde. Das ist cool. Check mal kurz, ob ich vielleicht ob ich vielleicht was holen kann. Weil ich will nicht unbedingt extra wieder ein Video gucken. Ah, die Musik ist auf jeden Fall geil. Sei nur. Die Musik ist chillig. Cool. Ja. Yo, Peace, was geht? Ich brauch dich mal eben. Aber das ist das erste Mal, dass ich Peeves live gesehen habe. Boah, ich war richtig geschockt gerade. Also ich habe, wenn ihr mein Gesicht gesehen hättet, ich schwöre, ihr hättet gesagt, was geht ab bei ihm. Aber ist so, ey, Peeves, das erste Mal, oh mein Gott, Peeves. Was geht ab bei dir? Ja, okay, hier kann ich nicht holen. Kann ich woanders noch holen, im Kerker vielleicht. Yo, Hauself, bist du da? Nö, kein Hauself da. Schade. Und Alfred ist natürlich auch wach. Mein lieber Alfred. Aber hier, yeah, das Buch ist chillig drauf. Yeah, cool. Ja, dann weiter geht's. Wuhuhu, mit der Bucke. Oh, ich schlebe sie. Oh, yeah. Ich feier's ab. Bitte lass es das letzte sein. Oh ja. Nein! Oh, come on. Haben wir irgendwas? Eins. Nein. Oh, come on. Jawohl! Jawohl, aus jeden Fall ihn. Ich warte die Minute jetzt. Oh Leute, ich sitze hier gerade mit einem Bierchen. Mit voll am Abfeiern. Aber ich hol vorher noch was anderes von mir. Ja, ohne meinen Zauberstab und meinen Schal feiere ich hier nie ab. Boah, aber wie Ben abgeht. Ey, Ben und Marula, was geht ab bei euch? Aber ich finde das cool, wie er Felix dahin voll abgeht. Also Respekt, ey. Erst, boah, mein Vertrauensschüler macht ja echt wirklich was. Aber nicht nur mein Vertrauensschüler, der Vertrauensschüler von Tonks auch. Wow, sind aber alle Vertrauensschüler dabei? Oder nur zwei? Ja, ich denke mal, doch hier. Hier ist auch Vertrauensschüler und hier. Alle Vertrauensschüler sind da. Das ist die Vertrauensschülerin von Gryffindor. Der mit auf jeden Fall meiner ist dabei und die von Hufflepuff. Ah, geil. Leute, let's rock! Bitte. Was? Oh, come on, guys. Bitte. Nein. Oh, Mann. Ah, ich muss ein Video angucken. Geh nie anders. Sorry. Das letzte Mal. So. Das letzte Mal, dass ich das Video angucke. So, okay, im letzten Jahr habe ich zu oft Videos geguckt. Tut mir leid.
Aber dadurch kriege ich aber 3 Energiepunkte. Und das mache ich jetzt echt selten. Meistens warte ich, bis weitergeht. Aber ich habe keinen Bock, ständig zu warten, weil ich will ja eine Geschichte weiterkommen. Okay, los geht's. Los, Base! Spiel sie nieder und... Woo, geschafft! Ja, geil! Danke, Hogwarts! Das war unglaublich. Ich kann nicht fassen, dass wir das tatsächlich getan haben. Wir sind so cool. Curly freut sich auch. Wir sollen uns später treffen, Mace Jin. Ich habe etwas Besonderes für dich. Und ich rede nicht nur von diesem schwarzen Federkiel. Das war ein voller Erfolg. Also Professor Flitwick war der Einzige, der dabei sein durfte. Und zwar keiner da. Und oh, die Bühne sieht so mega geil aus, Leute. Aber wir... Und zwar, ja, wie immer, in dem Klassenzimmer für Zaubertränke. So. Yo, guys, hier bin ich wieder. Wuhu, euer Base. Was geht, Leute? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen schwarzen Federkiel abgeben will, Mädchen. Ich hätte Duse Hippogreif nicht ohne diese ureigene Kraft verfassen können. Und sogar ein Liebeslied. Liebe ist so cool. Es ist das Mindeste, was wir tun können. Du hast geholfen, die größte Show in Geschichte von Hogwarts abzuliefern. Das Einzige, was dies noch übertreffen würde, wäre ein Konzert in der großen Halle. Nun, danke, dass ich den Schwestern das Schicksal weiterhin durfte, aber es war wirklich großartig. Wir sollten ehrlich zu dir sein, Rachel. Viele talentierte Musiker haben von unserem Performance Wind bekommen und wollen sich für die Band bewerben. Einer von ihnen ist ein begabter Bassist namens Donegan Tremlett. Er kann sogar ohne die Hilfe von Zauberer spielen. Ich verstehe. Ihr seid mit den Schwestern des Schicksals beschäftigt, doch ich will nur meinen Bruder finden. Wir können vielleicht noch eine Show spielen, wenn ich ihn gefunden habe. Eine Wiedervereinigungstour wäre so cool. Da brauche ich den schwarzen Federkiel. Ich hoffe, dass er einen Hinweis über die verwunschenen Verliese bereithält. Reparifarge! Mein Zauberstab! Reparifarge! Hallo? Das ist nicht Reparifarge! Das ist nicht Reparifarge! Das ist Depulso! Cool! Krass! Was steht da drin, Mace? Sieh, was Mad-Eye Modi über den Schlüssel weiß. Stopp! Moment mal! Also, Mad-Eye Modi, den haben wir erst wirklich in einem trimagischen Turnier gesehen. Hallo? Mad-Eye Modi, den kenne ich noch nicht mal. Was geht ab hier? Hallo? Ey, check jetzt gar nicht. Wir können nicht ohne ihn ins versunkene Verlies zurück. Versunkenes Verlies? Mad-Eye Modi? Was für ein Schlüssel? Sorry, guys. Ich habe gerade keine Ahnung. Und vor allen Dingen, dieser Zauber war nicht Reparifarge. Das war Depulso. Hä? Spiel, was geht ab? Das Wort zurück bedeutet eindeutig, dass diese Person bereits zuvor ein verwunschenes Verlies besucht hat. Curly, du kannst sprechen? Hat diese Person den Fluch gebrochen? Wenn nicht,
Wie hat sie überlebt? Und warum sollte sie zurück wollen? Und viel wichtiger, wer hat diesen Brief geschrieben? An wem wurde er gesendet? Und warum sollte der Empfänger den Brief wieder in einen Federkiel zurückverwandeln, damit wir ihn finden? Ja, genau, so gucke ich gerade, Mace. Ja, genau. Ich bin gerade selber sprachlos. Hä? Ich mag anspruchsvolle Rätsel. Nun, ich finde am besten heraus, was das genau bedeutet. Bevor du gehst, wollten wir dir ein Geschenk machen, Mace. Ein Outfit, wie geschaffen für einen finsteren, kraftvollen Non-konformistischen und wohl verfluchten Rockstar wie dir. Es ist wirklich cool. Danke euch vielmals. Ich werde immer ein stolzes Mitglied der Schwestern des Schicksals sein. Leute. Also, ihr habt dasselbe gerade gehört wie ich. Curly hat geredet. Hä? Curly hat geredet. Ja, ich check gerade gar nichts. Curly hat geredet. Okay. Aber lass uns mal die neuen Klamotten sehen. Wir müssen dann zu unserem, wa? Mhm. Wo ist der Rocker? So, oh yeah! Geil, das ziehe ich auf jeden Fall an. Yeah. Aber nicht nur das. Moment mal. Gibt's doch noch was anderes, oder? Okay. Gibt's doch was als Hose? Ey Leute, ich bin der neue Rockstar hier. Hey, yo, hey, keep cool, yo, Mädchen, yo, Mace. Was geht? Ich zieh aber lieber einen Unwagenfehler an. Aber es war cool. Ja. Aber bitte ohne Hut. Ich will keinen Hut aufsetzen. Ich will nur meine Härchen. Wo sind meine Haare? Da. Sehr gut. Oh. Oh. Und das Alfred. Ja, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Erstmal werde ich alles vorbereiten für den neuesten, also für den hier, für die Rolle. Und dann können wir weitermachen mit dem zweiten Kapitel. Seid gespannt, Freunde, und let it rock, guys! Rock'n'Roll! Das war echt spaßig mit den Schwestern des Schicksals. Vor allen Dingen, ich habe gerade blöd geguckt, wo Collie auf einmal redete. Egal. Bis bald, euer Jamace247. Tschüss!